Es ist Ende November, das heißt, die ganzen großen Spielefirmen haben ihre Titel bereits für den Weihnachtsmarkt veröffentlicht und es tut weh. Es ist ein schrecklichstes Gaming-Jahr ever. Ka-ching! Direkt nach 2020. Gut, dass wir auch immer übereinander reden. So macht das Spaß. Ich weiß nicht mal, wo wir anfangen sollen. Doch, ich weiß es. GTA. Drei Klassiker wurden als Bundle veröffentlicht. In der Definitiv-Edition. Kindheitserinnerung. In einem Paket, überarbeitet. Ja, schön drüber poliert. Lass uns die überarbeitete Version doch mal anschauen. Lass uns doch angucken, was sie da Geiles gemacht haben. And I'll keep the engine running. Wow, wo kam er denn jetzt her? What? Wow, Alter, das ist ein Horrorspiel. I'll see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. Das war damals in dem Spiel? Hä? Ja. Warum? You wanna drive? Yeah, for sure. Ich hab Angst mit dem Auto. Nein! Nein! Sweet! Dass du vor allen Dingen in der Cutscene verlieren kannst. In der fucking Cutscene. Okay, diesmal werde ich nicht lachen, Ricardo. Diesmal werde ich nicht lachen. Hey, get yourself a beer or something. Immerhin hat er es geschafft. Yeah! Gerade noch so, Mann. Was genau ist hier passiert? Ja, es ist nicht viel passiert. Das ist das Problem. Rockstar ist eine riesen Firma. Ich meine, bei GTA 5 haben die Geld rausgeballert, um das zu produzieren. Und es ist ein krasses Spiel. Weil sie, also sie haben sich richtig Zeit dafür gelassen und so. Sie lassen sich auch Zeit damit, es weiter auszuschlachten. Aber das wurde nicht von Rockstar entwickelt, sondern von Grove Street Games. Hä? Die dafür bekannt sind, die Mobile-Versions entwickelt zu haben, die wohl nicht so beliebt sind. Und dann ist auch noch das Problem, dass sie für diese Definitive Edition die Mobile-Version benutzt haben, also als Basis, und dann einfach den ganzen Schmuh nur in die Unreal Engine geschmissen haben. Das Interessante ist ja, sie haben 10.000 Bugs wieder reingepackt, die halt im ursprünglichen Code waren, die bereits von den Moddern alle gelöst wurden. Also hätten sie einfach ein paar Modder das Geld gegeben und denen die Mods abgekauft, hätten sie einen besseren Code gehabt. Ja, okay. Der war bereits da. Und die Spiele sehen halt sehr merkwürdig aus, weil das durch eine AI einfach hochskaliert wurde. Was vielleicht erklärt, warum wir Spielefiguren haben wie die, die direkt nebeneinander stehen und komplett anders aussehen von der Machart, als hätten zwei verschiedene Personen dran gesessen. Ja, es ist ein Desaster. Rockstar hat ganz schön fett Ruf verloren. Sie haben natürlich dafür gesorgt, dass du die alten Spiele nicht mehr kaufen kannst, obwohl da, glaube ich, ein paar wieder zurückgekommen sind. Ja, sind wieder zurück. Verständlicherweise, natürlich. Warum braucht es immer erst einen Shitstorm, damit sie einsehen, dass es eine dumme Idee war? Ja, so. Können die das nicht vorher checken? Mann, als hätte sowas nicht irgendwie schon vorher gegeben, als hätte man nicht von anderen Entwicklern hätten lernen können. Mann. Ich weiß nicht, was du meinst, Rick. Ich wette, ein anderer Titel hat es besser gemacht. Ich meine, worauf sich sehr viele Leute gefreut haben, was hier wieder zurück zu den Basics gehen sollte, war ja Battlefield 42. Lass uns mal angucken, wie das so geworden ist. Ich meine, ist der 42. Teil, der muss ja mittlerweile sehr gut sein, oder? Also erfahrungsmäßig und so. So sitzt man im Helikopter. That's awesome. Ah, du klingst wie er. Er klingt sexy. Stairway to Heaven! Wow. Oh, nein, 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 nein. Und das hat genau das, was die Leute wollten. What is this? Nice animation, bra. Hä? Was? Okay. Oh, unbefriedigend. Oh. Oh, oh, ja, oh nein, wirklich? Oh. Oh, es ist unbefriedigend. Oh. Das ist schlecht. Und das ist der Grund, warum diese Dinger ja schlecht für die Umwelt sind. Weißt du, wie viele Vögel dagegen fliegen und sterben? Oh, er kann nicht durch den Rauch durch. Oh, fuck. Was? Der Rauch blockiert seine Grappling Hook. Oh! Er ist realistisch. Es ist richtig dicker Rauch. Wie viele Magazine willst du leben? Ja. Gut. Wie wir sehen, sehen wir, dass das Spiel nicht besonders funktioniert. Wie kann denn das sein bei so einem tollen Entwickler mit sehr viel Zeit, die sie sich wahrscheinlich genommen haben, bestimmt? Die meisten Battlefield waren beim Anfang nicht besonders fertig und haben sich dann irgendwie verbessert, aber in der Zeit der Free-to-Play-Titel, die besser sind, ja, vor allen Dingen halt zahlt 60 Euro und bla, und wenn das Spiel dann fertig ist, dann sind die meisten Spieler halt schon wieder woanders, weil diese Spiele nicht so langlebig sind wie die Free-to-Play-Titel. Vor allem der Launch von einem Spiel ist doch wirklich das Allerwichtigste. Du musst doch dafür sorgen, dass dein beschissenes Spiel zum Start so perfekt wie möglich ist.
oder? Die einzigen, die es hingekriegt haben, waren No Man's Sky. Ach so, im Nachhinein. Ich dachte gerade, du meinst den Launch, die den Launch nicht verkackt haben. Ja, ja, übrigens, trotzdem. Cyberpunk hat auch gut funktioniert, der Launch war sehr gut. Ja, anscheinend ist Battlefield jetzt einer der schlecht bewertesten Spiele bei Steam. Ich meine, ich hatte die Beta gespielt und ich fand es persönlich nicht besonders spaßig, das Spiel. Aber das ist so mein persönlicher Geschmack. Mich holt halt Battlefield nicht mehr so ab. Aber die Performance war schrecklich. Ich musste alles auf minimale Grafik stellen, damit ich halt einigermaßen genügend FPS habe. Du hast doch eine gute eigentlich Grafikkarte, oder? Ja, es könnte sein, dass die Leute sich denken, okay, ist halt selbe Scheiß wie jedes Mal, aber es ist Battlefield, ich bin happy, ja, wenn es dann funktionieren würde. Schade, dieses Jahr ist es besonders scheiße. Weil wahrscheinlich zu wenig Zeit, weil EA sagt, komm, hier, Weihnachtsgeschäft muss noch raus. Obwohl das ja eigentlich, das sieht so aus, als wäre es perfekt fürs Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr. So, Call of Duty Vanguard habe ich wirklich legit noch niemals in meinem Leben gehört. Ich wusste nicht, dass das jetzt rauskam, kamte. Ja, du vergisst irgendwie gerne, dass jedes Jahr ein neues Call of Duty kommt. Warum auch immer das funktioniert. Call of Duty wird wohl nicht besonders gut gekauft. Ja, selbst Montana Black hat gesagt, der will es nicht kaufen. Ja, wenn Montana Black kein Call of Duty kaufen will, ne, dann... Auf eins kann man sich wenigstens verlassen, auf Montana Blacks Geschmack. Mann, der sitzt in so einem neonblauen Aquarium-Shit-Ding, Alter. Der Typ hat es einfach geschafft, sich selbst in so ein Äquivalent für einen Menschen von einem Aquarium zu packen. Ganz ehrlich, wenn ich sein Streaming-Setup sehe, kriege ich Depressionen, ey. Da jeden Tag zu sitzen, da würde ich mich auch mit Tanzverbot beefen. Aber Call of Duty soll nicht mehr... Call of Duty soll nicht mehr jedes Jahr erscheinen, weil irgendwie anscheinend haben sie bemerkt, es ist ja kacke. Das funktioniert heutzutage nicht mehr mit den Free-to-Play-Titeln, die immer weiter bestückt werden und die Spieler halt dauerhaft bei sich halten. Ey, was es kosten muss, immer wieder ein neues Spiel zu produzieren, anstatt halt Content nachzuliefern für gute Spiele. Schau dir an, es funktioniert ja bei Apex, funktioniert bei Rainbow Six, funktioniert es richtig gut eigentlich. Vor allem, sie stecken ja nicht mehr wirklich Mühe in Code und Innovation, sondern sie stecken ja das ganze Geld in Assets, also in 3D-Modelle, in neue Maps. Das ist ja relativ aufwendig, das zu erstellen. Das kannst du halt gut outsourcen, weil die müssen nicht so ineinander greifen, wie jetzt, wenn du codest und Spielmechaniken entwickelst. Aber ja, es lohnt sich halt nicht. Dann ist noch Far Cry 6 rausgekommen. Wow, dasselbe wie immer, nur diesmal mit einem Schauspieler, den man kennt. I was acting. Or was I? Ich meine, eigentlich finde ich die Far Cry-Reihe irgendwie nett, da kann man viel draus machen. Aber es ist so, das Spiel kommt raus, ein Haufen Streamer spielen das dann für 2 Stunden und dann ist nichts mehr. Niemand spielt dieses Spiel. Es ist fast so, als würde Ubisoft die Leute bezahlen, um diese Streams zu machen, aber das ist wahrscheinlich, nein. Es ist nicht so, als hätten wir das auch schon gemacht. Es ist halt dieses Ubisoft, große Welt, du hast ganz viele Icons auf der Map, du bist völlig überladen, du hast keinen Plan, wo du zuerst hingehen sollst. Gehst du hier irgendwie ein Schwein jagen oder gehst du da ein Autorennen machen, was völlig langweilig ist? Jetzt kannst du ja Cockfights machen. Das klingt ja sogar noch am besten. Cockfight klingt eigentlich ziemlich geil. Weil die haben da irgendwie 20 verschiedene Cocks, die du gegeneinander kämpfen kannst. Wie oft kann man Cock sagen in einem Video? Cock, Cock, Cock. Die Story ist wohl so tragend, dass du sie vergessen hast, während du sie spielst. Oh, toll. Und wie oft kommt der tolle Schauspieler vor? Er kommt vor, aber nicht wirklich. Oh. Das war die größte Enttäuschung auch bei Far Cry 5, dass dieser geile Bösewicht auch kaum vorkommt. Manchmal denkt man sich so, ja, die Story ist ja gar nicht so schlecht, das passt schon. Aber nach einem halben Jahr hast du alles vergessen. Und wenn du dich an nichts erinnern kannst, war die Story eventuell nicht so gut. Und ich kann mich an die Far Cry 3 Story erinnern. Ja, und auch an die Charakterentwicklung vom Charakter. Ja. Ja, die ist halt so geil, weil du halt einfach eigentlich irgend so ein Jugendlicher bist, so ein reicher Snob oder sowas, der mit seinen Kumpels flingt. Und dann rastest du halt völlig aus und wirst halt so ein Killer mit Drogen und sonst irgendwas. Voll gut. Bei der Far Cry-Reihe wird aber der nächste Titel sehr interessant. Sowohl als auch der nächste Assassin's Creed-Teil, weil beide Spiele sollen als Live-Service-Games weitergeführt werden. Also, dass sie dann einen Titel raushauen und der soll dann betreut werden bis... Und der ist ja auch online dann sogar. Ja, die Frage, was natürlich das dann exakt heißt. Ja, aber vielleicht ist es dann wirklich so, dass du auf einer großen Map irgendwie dann mit ein paar anderen Leuten drauf bist, weißt du? Ich stelle mir das so dämlich vor, wenn du Assassin's Creed einfach in so einer Stadt bist und dann laufen da einfach 100 von diesen weiß bekutteten Leuten rum, die Leute abschlagen. Gehst auf den Markt und überall... Oh Gott. Ja, okay, das klingt wieder geil. Halo Infinite ist rausgekommen. Microsoft milkt die Kuh weiter. Das ist das Einzige, was sie milken können. Alles andere haben sie zerstört, aufgekauft und zerstört. Das hat wohl seine Startschwierigkeiten. Ist ja auch scheinbar nur in der Multiplayer-Beta. Ja, ist nur Multiplayer-Beta und der Battle Pass ist wohl relativ zäh. Man braucht wohl 10.000 Jahre, um da irgendwie was zu machen. Ja. Aber sie haben wohl diese coole Mechanik, dass du einen Battle Pass jederzeit weiterleveln kannst. Also wenn du irgendwann Season 8 einsteigst, kannst du den ersten Battle Pass kaufen und dann weiter wieder hochleveln. Aber ja, Halo ist zurück. Yeah, it's back, bitches. Der Master Chief kommt und zieht dich ab. Wir sind ja die absoluten Halo-Fans. Voll. Alle
nicht gespielt. Also es ist nicht ganz alles verloren, anscheinend. Aber von allen Abstürzen dieses Jahr, glaube ich, kann keiner den Absturz von Blizzard und Activision überbieten. Also vor allen Dingen Blizzard. Ist jetzt schon ein bisschen her. Die sexuellen Harassment-Vorwürfe samt Suizid und allen richtig heftiger Shit. Frostige Stimmung da drüben. Ja, Blizzard ist völlig für den Arsch. Also Blizzard war spieletechnisch schon, nachdem Warcraft Reforged rauskam, war schon so, oh fuck, diese Firma ist nicht mehr das, was sie einmal war. Vor allem, weil die guten Leute alle abgesprungen sind. Vorher, bevor das Schiff untergegangen sind. Yeah. Die haben es gerochen. Wir haben es gesagt, wenn Jeff geht, ist die Firma weg. Hm. Ich habe keine Ahnung, was Overwatch 2 werden soll. Weil die Leute, die noch da sind, denen vertraue ich nicht, dass die da irgendwas Gutes draus machen würden. Aber bisher ging es ja vor allen Dingen um Blizzard. Dass ja die Arbeitspolitik bei Blizzard sehr, sehr merkwürdig ist. Oder belästigend. Wegen Leuten wie McQueen. Weshalb es ja jetzt Cole Cassidy bei Overwatch gibt. Die neue Figur. Endlich haben sie einen neuen Character released. Yeah. Aber was jetzt auch rausgekommen ist. Oh, den will ich spielen. Der sieht sympathisch aus. Bei Activision war es wohl nicht besser. Da gab es schon auch sehr viel Vorwürfe von sexueller Belästigung. Aber was jetzt gerade halt groß ist, ist dieser Typ hier. Der ist sehr groß. Also der hat ein dickes Portemonnaie. Der verdient einfach 30 Millionen im Jahr dafür, dass er alles wusste und verschwiegen hat. Oh, toll. Das macht ihn richtig sympathisch. Er ist der Grund, warum alle diese Spiele immer schlechter werden, warum es jedes Jahr ein neues Call of Duty gibt, das ist dieser Typ, Bobby Kotick. Einer wohl der meistgehasstesten Gaming-Leute überhaupt. Börse so. Was absurd ist, dass der Vorstand aber trotzdem sich hinter ihn stellt, aber jetzt die ganzen Mitarbeiter protestieren und sagen von wegen, der Bastard soll weg. Hm. Sad. Ja, es ist eine krasse Zeit für Publisher irgendwie, ne? Und für Studios. Wirklich, die meisten guten Spiele kommen mittlerweile einfach aus der Indie-Szene, oder halt aus so mittelgroßen Geschichten irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Habe ich so das Gefühl. Ich meine, jetzt so diese ganzen großen Franchises, so, da gab es ja jetzt wirklich nichts Gutes. Es gibt natürlich noch relativ beliebte Franchises, die jetzt nicht wirklich klein sind, die halt noch funktionieren. Ich meine, Resident Evil Village, glaube ich, kam gut an. Es hat jetzt, glaube ich, nicht so krass umgehauen wie das Resident Evil 2 Remake, aber die Leute scheinen zufrieden zu sein. Ich habe nichts Schlechtes gehört, es hat sich gut verkauft. Also es gibt noch ein paar Titel. Du hast ja dann noch Nintendo zum Beispiel, die zwar super gute Spiele machen, aber halt drumrum ziemlich viel Kacke bauen und ihre Community ankacken. Das ist halt auch super dumm. Weil Nintendo ist oft sehr teuer. Ja, die sind so wie so ein bisschen dieses Apple-Prinzip, dass ihre Spiele halt auch nicht günstiger werden. Die sind immer gleich teuer. Die neue Pokémon-Spiele, ja, die sind auch wieder, sind ja nur diese Chibi-Version von einem alten Spiel, 60 Euro. Ja, das ist halt eben dieses Ding, dass halt so ein Pokémon-Remake dann 60 Euro kostet oder dass halt dieses Triple-Mario-Set 60 Euro kostet, aber genauso viel wie das neue Zelda dann, was halt dann absoluter Meilenstein wahrscheinlich wieder sein wird und halt super viel Arbeit drin steckt, wesentlich mehr als in den Remakes. Und das ist ein bisschen so das Nintendo-Problem, abgesehen davon, dass sie halt alle möglichen Modder und Emulator-Leute und sowas da halt wegklagen und halt Fans wegklagen und sowas und sich da sehr unbeliebt machen. Aber ja. Die Spielebranche hat Krebs. Und er muss geheilt werden. Mehr Indie. Ja. Hast du irgendetwas, auf das du dich freust? Weil ich habe einen Titel, auf den ich mich freue, aber auf den müssen wir immer länger warten und immer länger und immer länger. Ich auch, genau. Man hört auch die ganze Zeit nichts. Welcher ist es bei dir? Hytale. Oh, okay. Bei mir ist es Silksong. Nie von gehört. Entschuldigung. Hollow Knight Silksong, Ricardo. Ist der zweite Teil, auf den ich Jahrhunderte schon warte. Ich will es jetzt, aber es kommt niemals. Das Coole ist bei denen halt, die sagen halt auch nicht, ja, das kommt dann nächstes Jahr. Sondern die sagen einfach nichts. Die machen einfach, bis es fertig ist. Okay, wenn wir ja schon bei ist es hier schon drin? Haunted Chocolatier. Yeah, gibt's von mir. Stardew Valley-Macher. Das nächste Spiel, aber es wird noch eine Weile brauchen, bis es raus ist. Es sieht sehr vielversprechend aus, weil ich glaube, der Typ. Es sieht eigentlich genauso aus wie Stardew Valley, nur mit sehr viel mehr Elementen zusammengeklatscht und einfach alles auf einmal. Ein bisschen anders, aber Stardew Valley 2 würden wahrscheinlich auch alle mehr feiern. Ich würde es fressen. Ich glaube, die tiefere Message, die wir hier verbreiten, ist Stop. Fertig. Buying AAA-Games, die in die Instead. Ja, hört auf, Sachen vorzubestellen. Das ist vor allem, Schmerz, das ist echt schade. Was sind eure größten Enttäuschungen dieses Jahr? Und gibt es noch Hoffnung? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Eure Tipps und von Spielen da unten rein, dann kann ich die alle runterladen und kaufen, bevor sie da sind. Ja, AAA-Markt ist für den Arsch. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.